Dann, ich begrüße recht herzlich Robert Klemm und Frederik Hefker mit dem Titel QGIS Fachschale für Energie- und Linieninfrastruktur. Wunderschönen guten Morgen. Ja, so schnell wie ein Lightning Talk ist, so lang muss auch der Titel sein. Nee, sorry dafür, ich war unkreativ, als ich es eintragen musste in die Liste. Genau, aber wir stellen heute genau das Gegenteil zum Titel vor. Eine kleine Veröffentlichung, die wir auf GitHub gemacht haben, und zwar eine Vereinfachung von QGIS im Prinzip, weil so wie Softwareentwickler gerne die Herausforderung des Pie of Complexity haben, so haben das eben andere Leute auch draußen im Gelände, und zwar besonders im Energiegewerbe. Und Da geht es natürlich darum, dass Leute mit unserer Software irgendwie arbeiten müssen, also uns jetzt, unsere Community im Endeffekt. Und eine der Sachen, die wir da gemacht haben, ist eben einfach über ein Profile erstmal QGIS ein bisschen entschlankt, dass eben ein, ja, zum Beispiel Außendienstmitarbeiter, der im Boden buddeln muss und einfach nur ganz schnell Daten braucht, nicht sich erst ganz mit QGIS auseinandersetzen muss. Dann im Hintergrund kamen dann noch irgendwie Synchronisierungssachen dazu, da erzählt euch Robert gleich ein bisschen noch was dazu. Und das Ganze war so erfolgreich, obwohl es so simpel war, dass wir gesagt haben, das geben wir einfach mal der Community zurück, und ist jetzt auf GitHub rausgekommen mit diesem wunderschönen Titel MOFA for Q, mobile Fachschale für QGIS. Und das ist jetzt seit 2020 produktiv im Einsatz, sehr erfolgreich. Also obwohl wir da sehr wenig im Endeffekt gemacht haben, ist der Lob oder das Lob sehr überschwänglich teilweise, und das freut uns natürlich riesig. Die Sachen sind ausgelegt für den Einsatz auf Touch-Displays. Deshalb, das ist ein QGIS im Hintergrund, haben wir erstmal die ganze Oberfläche, wie gesagt, entschlankt, haben ein paar Button dazu gemacht, für die wichtigsten Funktionalitäten, die auch so schön groß sind, dass eine Bauarbeiterhand da auch bei schlechtem Wetter eben schön schnell draufkommt. Ein paar Grundfunktionalitäten, ein bisschen den Layer-Tree aufgebohrt, dass es so ist, dass auch eben jemand ohne Fachkenntnisse an seine Daten rankommt. Genau. Das Ganze ist jetzt auf GitHub drauf. Da oben sind die beiden Links. Das Ganze ist ja auch verlinkt auf den Pretext-Seiten. Das heißt also, da kann man drauf zugreifen im Endeffekt und sich das wiederholen. Wir haben jetzt die Version 2.1 davon schon veröffentlicht. Also auch da der Changelog auf GitHub vorhanden. Und damit übergebe ich an Robert. Ja, hi. Wir haben dem MOFA for Q noch ein paar Features verpasst. Einmal ein Sync-Tool. Das heißt, man kann von einem externen Server deiner Wahl die Geo-Packages offline runterladen. Das ist Voraussetzung, sonst würde das MOFA nicht funktionieren. Vorteil ist, wo ich es entwickelt habe, ich war meistens in Brandenburg unterwegs. Da ist das Problem, man hat kein Internet. Und deswegen brauchte man Geo-Packages. Und das war auch eine der Grundanforderungen. Wir haben noch, wie gesagt, hat der Kollege gerade gesagt, Leerauswahl aufgebohrt. Wir haben eine Toolbar reingesetzt, eine kleine Adresssuche, damit der Bauarbeiter auch mal schnell nach einer Muffe suchen kann oder andere Leitungssachen. Und natürlich auch das QGIS Annotation-Tool ist mit eingebaut, weil der Bauarbeiter ja auch schnell mal eine Skizze machen möchte und möchte das dann später im Office wahrscheinlich seiner Datenbank oder wieder zuführen. Deswegen hatten wir das mit reingebaut, auch so ein kleines Redlining-Tool. Und natürlich das, was man gerade auch schon gesehen hat auf dem Screenshot, die Druckfunktion, dass er dann auch das dann publizieren kann. Ach ja. Genau, das ist einmal der aufgebaute Layer-Tree mit einer Feature-Info-Abfrage. Ich habe hier testweise mal die Demo-Daten. Ich glaube, ihr wisst alle, wo wir uns gerade befinden. Das ist einmal der Campus. Wir haben einmal die Adresssuche mit eingebaut. Wie gesagt, das ist alles offline mit Adressdaten. Und das ist das berühmte Sync-Tool, was über Windows-Applikationen oder Windows-Server im Hintergrund läuft. Man kann auch FTP-Server nutzen, funktioniert auch, und HTTPS natürlich auch. Ja, Motivation, warum offline? Bei Brandenburg gibt es kein Internet. Geodaten, wir können kostengünstig die Daten reinziehen. Geopackage, cooler Standard, man kann eben alles reinbauen. Und QGIS, weil das Fortlaufen schnell bedienbar ist und jeder Nutzer heutzutage kennt QGIS aus der GIS-Branche. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Genau. Die Zusammenfassung, es ist flexibel,
standardisiert, individuell, man kann es anpassen, man kann sein eigenes Geo-Package nutzen, auch andere Daten, so wie man das von QGIS kennt. Wie ich schon meinte, jeder kennt QGIS von der Bedienbarkeit und wir haben einfach nur die Oberfläche angepasst. Unsere Kontaktseite und Bonn und das war's. Bin ich, genau, 30 Sekunden. Ja.